Willkommen zurück zur Nationaltrainerkarriere mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Erstmal danke für das Feedback von der letzten Folge. Lasst gerne auch wieder ein Like, Abo und vor allem einen Kommentar da. Da freue ich mich immer am allermeisten drüber. Jemand hat zum Beispiel kommentiert, dass ich die Nummern angleichen soll. Das werde ich machen, keine Sorge. Ich war letztes Mal nur ein bisschen faul. Problem ist zum Beispiel, welche Nummer gebe ich Manuel Neuer? Schwer. Das ist jetzt erstmal ganz lieblos die Nummer 20. Es tut mir leid. Kevin Trapp mit der 12 und Ter Stegen mit der 1. Und weiß nicht, welche Nummer ich Neuer sonst geben sollte. So, ich bin die Nummern mal ein bisschen durchgegangen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Neuer zum Beispiel die 33 bekommen. Gosens hat die 20. Hummels die 5. Trägt ja normalerweise immer die 15, aber in der Nationalmannschaft nicht. Die Verteidiger, da ja, war ich mir ein bisschen unsicher. Auch bei Henrichs zum Beispiel. War schwer zu sagen tatsächlich im Endeffekt. Kroos hat die 39 bekommen, weil Goretzka ja inzwischen immer die 8 trägt. Pascal Groß hat immer die 7 für die deutsche Nationalmannschaft. Müller trägt immer die 13. Brandt wohl die 17. Ich habe gegoogelt. Havertz eigentlich auch immer eine andere, aber hier kriegt einfach mal die 29, weil ich glaube, bei ihm stand auch die 7. Und die 29 passt auch irgendwie zu ihm. Führig beim VfB, die 27. Würz habe ich jetzt einfach mal die 19 gegeben, weil Leroy Sané hat ja die 10. Musiala behält die 42, Volland die 11, Füllkrug die 9 und Unders die 26. Ich hoffe, das passt so. Und jetzt gucken wir mal, wo im Ausland die meisten deutschen Fußballer spielen und wo wir mal vorbeischauen wollen. Das hier sind die Leute in der Premier League. Das sind gar nicht so wenig und ich glaube, beim FC Brentford spielen sogar mehrere. Außerdem gibt es noch einen Thilo Kehrer, Lukas Metscher, hier Kevin Schade und Vitali Janel. Die können wir uns eigentlich mal angucken gehen. Deswegen Brentford eigentlich gerade mit mein Favorit, gemeinsam mit West Ham. Auch wenn Trezoldi jetzt, glaube ich, nicht so krass ist. Lukas Metscher hier in dem Safe auch hier hingewechselt. Also die Premier League wird wahrscheinlich erstmal der nächste Ort sein, wo wir uns umgucken werden, gehe ich von aus. Trotzdem gucken wir mal. In Frankreich sind jetzt nicht ganz viele unterwegs. In Belgien ein paar mehr, aber von der Qualität wird es hier nicht wirklich hoch, wenn man mal ehrlich ist. Borunariga spielt gar nicht für Deutschland, sondern für Nigeria. In Dänemark auch kein interessanter. In Italien gibt es natürlich Bissek, der ausgeliehen ist an Empoli. Diego Demme, Marton Dardai, Yannick Gerhardt, Koray Günther. Also Italien ist auch ein Ziel, wo man mal hingucken kann. Malik Ciao natürlich. Ja, das können wir auch nochmal im Kopf behalten, würde ich sagen. Suat Serdar hier auch. In der Niederlande eigentlich nur Bella Kotschap, der vielleicht irgendwann mal interessant werden könnte. Sonst sehe ich hier jetzt kein krasses. Nee. Müsste in Polen nicht eigentlich Podolski sein, fällt mir gerade auf. Warum gibt es in Polen nicht Podolski? Kann mir das mal wer in die Kommentare schreiben? Danke. In der spanischen Liga gibt es da natürlich auch noch einige Leute. Hier in dem Safe ist zum Beispiel Youssoufa Moukoko zu Real Madrid gewechselt. Dementsprechend 3 Deutsche bei Real Madrid. Krass. Und auch in Österreich natürlich sehr viele Legionäre, wo aber auch keiner so richtig interessant von ist. Felix Klaus in dem Safe hier hingewechselt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum FC Brentford in die Premier League. So, wir sind in England beim FC Brentford und beobachten unter anderem diesen Mann hier, Vitali Janel. Der hat eine 77, ist gar nicht schlecht. Ein Tor gemacht bisher, also spielt eine ganz ordentliche Saison, muss man sagen. 25-jähriger Sechser, was kann denn der? Er ist defensiv stark auf jeden Fall, Antizipation. Den könnte man sich wirklich mal im Kopf behalten, um einen defensiven Abräumer zu haben. Kevin Schade auch. 10 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen. Den muss man sich auf jeden Fall merken. Und wir gucken uns jetzt auch noch West Ham an. Denn West Ham hat Thilo Kehrer, der 7 Spiele gemacht hat. 6-0er Bewertung ist jetzt nicht so überragend, aber er ist dabei. Hatten die nicht noch einen oder bin ich dumm? Ah, dann habe ich es vergessen. Wenn. Beim FC Arsenal spielt Havertz eine ganz gute Rolle. 8 Spiele, 1 Tor. Ist jetzt nicht überragend, aber 6-5er Bewertung ist eigentlich ganz okay. Bei Brighton Hove Albion spielt Pascal Groß weiterhin eine relativ okay Rolle. 8 Spiele, 1 Vorlage, 6-4er Bewertung. Der Mann wird erstmal Teil meiner Pläne bleiben. Mal gucken. Ansonsten gibt es hier auch noch Mahmoud Dahoud. Den hatte ich fast vergessen. 1 Vorlage, 6-3er Bewertung, aber ist Stammspieler. Ich habe gesehen, dass Brentford jetzt einfach im Pokal gegen West Ham spielt und danach direkt in der Liga. Die beiden Spiele gucken wir uns dementsprechend direkt hintereinander an und scheißen auf die anderen Spiele, die die hier haben. Wir gehen rein ins EFL-Cup-Spiel West Ham gegen den FC Brentford und wir beobachten die deutschen Nationalspieler, die hier mit am Start sind. Wir gehen rein in Brentford. Wie gesagt, besonderes Auge auf die Deutschen. Kevin Schade unter anderem in der Startelf. Erste Chance direkt mal Breel. Donald Embolo. Den kennt man auch noch aus der Bundesliga. All diese jungen Leute sind tatsächlich eine sehr, sehr gute Option. Vor allem, wenn sie in einer der besten Ligen so performen. Kevin Schade wird höchstwahrscheinlich mitgenommen. Gehe ich mal von aus. Mal sehen, wie er hier in diesem Spiel einfach performt. Erste Chance, die Marc Flecken pariert. Und da ist Vitali Janel das erste Mal auf der defensiven 6. Spielt er heute. Ich weiß gar nicht, ob Thilo Kehrer in der Startaufstellung ist. Das habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Janel ist erstmal schon mal ein schlechter Fehlpass im Aufbauspiel. Als defensiver Sechser muss er natürlich auch das Spiel aufbauen. Das hat hier gar nicht funktioniert. Und es zieht direkt auch mal einen Gegentreffer nach sich. 1-0 West Ham United durch Antonio. Na, läuft schlecht für Brentford schon mal. Moore. Paqueta, Antonio, nächste Chance. 2-0 West Ham. Halbzeit in Brentford, Janelt und Kevin Schade komplett unauffällig. Und Thilo Kehrer steht, glaube ich, nicht mehr auf dem Platz. Perfekt.
Zweite Hälfte und der erste Ball auf Kevin Schade kommt mal. Der auf Embolo. Der erstmal probiert. Ja, das war natürlich komplett ungefährlich. Spielt denn echt auch da der Embolo? Ich weiß es tatsächlich nicht. Und wieder Kevin Schade. Bringt den Ball wieder rein. War kein Abseits. Jensen mit der Flanke. Da ist Embolo. Schade. Marusic. Ja, und der gute Kevin Schade wird ein bisschen aktiver. Janels. Wieder Kevin Schade. Gute Übersicht. Da ist Embolo. Der könnte da mal was draus machen. Braucht zu lange. Kriegt den Ball doch mal wieder. Und nächste Chance für Brentford, die jetzt aufdrehen mit dem Antreiber Kevin Schade. Und wieder geht der Ball nach außen zu Kevin Schade. Da war Janels. Fixpunkt ist immer wieder Embolo, der aber ein bisschen lange braucht teilweise. Kriegt den Ball hier, sieht außen Kevin Schade. Ja, jetzt machen wir was draus. Sieht Embolo und der verplempert den Ball. Janelt. Wieder guter Ball auf Kevin Schade, der jetzt viel mehr Ballaktionen hat in der zweiten Hälfte. Kevin Schade gut auf Janelt zurück. Ja, aber es dauert ein bisschen zu lange, muss man sagen. Aber gute Ansätze sind da. Embolo wieder auf Schade. Kevin Schade, wirklich krass aktiv in der zweiten Hälfte. Ball ist aber schlecht. Und das war's. Brentford fliegt hier gegen West Ham United raus. Thilo Kehrer war gar nicht auf dem Spielfeld zu sehen. Viel ging in der zweiten Halbzeit über Kevin Schade, aber gefährlich wurde es nicht wirklich, leider. Das gleiche Spiel nochmal, das gleiche Spiel nochmal. Und los! West Ham gegen Brentford, diesmal in der Premier League. Ich glaube auch in London bei West Ham United. Wir gehen rein und gucken. Nee, doch nicht, ist wieder in Brentford. Und gucken, wie das läuft. Mal sehen, ob Kevin Schade diesmal von Anfang an performt. Das wäre doch was. Eigentlich muss ich so gucken, weil es so aussieht, als ob ich auf der Tribüne sitze. Und das mache ich jetzt auch, komm. Ja, komm, Mitte links nehmen wir, da haben wir unseren Tribünenplatz. Finde ich gut. Und West Ham ist wieder die klar bessere Mannschaft bisher. Antonio, Kevin Schade macht den Weg mit zurück. Und da ist der Ballgewinn. Und ein bisschen Platz für Kevin Schade, der mal Tempo macht. Und den Ball auch nicht verliert. Und wieder bekommt. Kevin Schade, guter Ball in die Spitze, der dann aber verloren wird. Wieder Konterchance über Kevin Schade. Gegen Kufal. Sieht gut Janelt, der mitgelaufen ist, der im Rückraum auch wieder wen sieht. Dann Jensen. Oh, viel zu kompliziert. Dauert viel zu lange. Und so verpufft diese Chance eigentlich mehr oder weniger und der Ball ist im Aus. Na toll. Ja, nach dieser ersten Halbzeit lässt sich sagen, es steht immer noch 0-0, aber sonst das gleiche Fazit wie zum letzten Spiel. Janels und Schade komplett unauffällig leider. Thilo Kehrer nicht mal auf dem Platz. Imagine, man kommt so als Nationaltrainer Deutschlands in der Pause runter und macht so Taktikanweisungen, obwohl man gar nicht der Trainer ist. Safe würde das gut ankommen. Janels, gut. Für Kevin Schade. Mach mal was, Junge. Wo sind denn die Scorer hergekommen? So ungefährlich, was der bisher macht. Da ist wieder die Janels. Und der mal mit einem Torabschluss immerhin pariert, aber vom Keeper. Und da ist dann doch das Tor für West Ham United. Paqueta, wieder kein deutscher Spieler beteiligt. Die Chance, da ist Vitali Janels. Guter Ball. Schade. Diesmal ist Janels der von den beiden Deutschen, der ein bisschen mehr auffällt. Guter Ball, gute Chance. Wird aber nichts draus. Boah, West Ham mit einer riesen Chance. Am Ende ist Marc Flecken da und verhindert das zweite Tor. Wenn das ein Deutscher wäre, würde ich den vielleicht auch nominieren. Und das war's. West Ham gewinnt auch das zweite Spiel in Folge mit 1-0 diesmal gegen West Ham. Wahrscheinlich gegen West Ham, gegen Brentford. Kevin Schade sehr unauffällig, ganz blass geblieben das ganze Spiel. Ja, halt mit ein paar Akzenten, aber das war's dann auch. Nominieren werde ich wahrscheinlich trotzdem mal beide. Außerdem habe ich uns jetzt einfach mal zu Real Madrid gepackt, um die ganzen Deutschen zu beobachten. Die meisten Tore hat natürlich Jude Bellingham, wer auch sonst. Youssoufa Moukoko, aber mit 3 Spielen, 2 Tore und 1 Vorlage. Bei Real Madrid ist das wirklich stark. Antonio Rüdiger mit einer 6,77er Bewertung, natürlich weiterhin richtig stark. Toni Kroos mit nur 6 Spielen und 1 Vorlage wird diesmal höchstwahrscheinlich nicht nominiert, gehe ich von aus. Beim FC Barcelona natürlich Marc-André Ter Stegen, der weiter in die Nummer 1 bleiben wird. Ilkay Gündogan, 12 Spiele. 3 Tore, 1 Vorlage. Vielleicht gibt es bei ihm das Comeback, muss ich mir mal überlegen. Und wen gibt es sonst noch so Deutsches in der spanischen Liga? Amiri. Ja gut, der juckt mich jetzt nicht so richtig, muss ich sagen. Und es ist wieder soweit. Wir sollen die deutsche Fußballnationalmannschaft berufen. So, ich habe die Mannschaft nochmal ein bisschen angepasst. Vitali Janelt und der gute Kevin Schade sind, wie ich es angekündigt hatte, diesmal mit von der Partie. Außerdem kommt Gündogan für Kroos mit. Und sonst ist eigentlich, glaube ich, alles mehr oder weniger gleich geblieben. Nächstes Testspiel mit der Nationalelf. Wir haben inzwischen festgestellt, dass es
eher das 4-5-1 ist. So stelle ich heute die Mannschaft auf. Hummels, Ginter, dann links Mittelstädt, rechts Riedle, Baku, kriegt seine Chance, Goretzka und Brandt auf der 6, beziehungsweise Goretzka defensiv, Brandt ein bisschen vorgezogen, dann Wirtz auf der 10, links Musiala, rechts Sané im Sturm, Dennis Undorf. Chris Führig sitzt auf der Bank, wird seine Chance natürlich trotzdem noch bekommen, aber ich wollte Sané jetzt auch nicht draußen lassen und wir probieren mal aus, wie es hier funktioniert. Außerdem noch ein Janet auf der Bank und ein Kevin Schade. Wir gehen rein gegen die Schotten. Und wie ihr sehen könnt, auch mit neuen Aufwärmjacken für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da gehen auf jeden Fall dicke Props raus mal wieder an den Mod. Und wir gehen jetzt rein gegen die Schotten. Was war das? Die natürlich ein robustes Team sind. Jetzt wäre mal ein bisschen Kontinuität wieder gut. Also ein Sieg muss hier drin sein. Mats Hummels führt uns als Kapitän auf den Platz. Let's go. Hummels gut dazwischen, Mittelstädt. Mal sehen, ob er seine Leistung vom letzten Mal bestätigen kann. Erster guter Ball auf Jamal Musiala. Der da gut durchzieht und Julian Brandt zieht. Julian Brandt, Frühführung in Leipzig durch den Mann, der letztes Mal schon performt hat ohne Ende. Julian Brandt 1-0 gegen Schottland. Wieder über die linke Seite. Sané, Konterchance. Leroy Sané, eigentlich schneller als alle da. Leroy Sané zieht absolut durch. Leroy Sané vom schottischen Keeper. Der hat bisher kein gutes Spiel gemacht, aber jetzt macht das einfach mal mit seiner Geschwindigkeit zum 2-0 gegen die Schotten. Ganz stark von Leroy Sané. Mittelstädt defensiv richtig gut. Musiala. Guter Ball auf Dennis Undorf. Dennis Undorf und irgendwie geht er auch rein. Torwartfehler natürlich, aber Dennis Undorf setzt seine Torserie fort. Viertes Tor im dritten Spiel für die Nationalmannschaft. Dennis Undorf. Auch wenn das vielleicht sogar dem Torwart gut geschrieben wird. Junge, Junge. Das wirkt vom Spielstand her auf jeden Fall besser als das Spiel war, muss ich sagen. 3-0 ist ganz schön krass, aber wir haben unsere Chancen gemacht und führen zur Pause gegen die Schotten und ich werde jetzt ein bisschen wechseln. Gebrannt. Füllkrug! Nochmal Füllkrug! Gerade eingewechselt, der macht auch seine Bude. Der hat natürlich auch eine überragende Statistik in der Nationalmannschaft und die bestätigt er hier auch mal wieder. Boah, stark von Müller, der den Ball holt. Füllkrugs Ball auf Müller ist auch überragend. Der sieht Kevin Schade. Schade. Und das war's. Ein überzeugendes 4-0 gegen die Schotten gibt's hier in Leipzig. Mit einem überragenden Maxi Mittelstädt. Mit einem starken Jamal Musiala. Und sonst gab's gar nicht so viele auffällige Spiele, muss man sagen. Obwohl wir hier 4-0 gewinnen. Julian Brandt wieder der Leistungsträger hier nach der Bewertung. Ein Tor, eine Vorlage. Der macht sich richtig, richtig gut. Füllkrug auch ein Tor, 8,6er Bewertung. Dafür, dass er eingewechselt wurde, ist das extrem stark. Maxi Mittelstädt, wie eben schon gesagt, spielt sich immer mehr fest, wirklich richtig stark performt. Jamal Musiala zwei Vorlagen, auch überragend. Auch diese Aktionsradius, den finde ich immer wieder gut. Mittelstädt macht das so diszipliniert da auf der linken Seite. Props gehen raus, auf jeden Fall. Vitali Janelt hingegen, kein gutes Debüt, auch Kevin Schade nicht. Die werden aber nächstes Spiel trotzdem von Anfang an spielen. Gegen Dänemark gehen wir so rein. Ich habe einfach mal Führig die Chance gegeben. Mittelstädt, wie gesagt, überragend. Brandt, überragend. Hummels, Rüdiger haben sich alle relativ festgespielt. Baku auf rechts hat mir nicht so gut gefallen, deswegen Benjamin Henrichs. Janelt will ich mal eine Chance geben. Musiala auf 10, rechts außen Schade. Füllkrug kriegt auch wieder seine Chance, der hat schließlich auch getroffen und ist jetzt nicht schlecht. Und Neuer kriegt seine Chance im Tor. Und in der Pause wechseln wir dann einfach mal wieder schön durch. Wir gehen rein gegen die Dänen, let's go. Außerdem habe ich diesmal Pressing nach Ballverlust angemacht, also gegen Pressing werden wir versuchen zu spielen und versuchen den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen. Gegen die Dänen haben wir schon mal gewonnen hier in dieser Karriere. Das war ein Qualifikationsspiel. Die Dänen sollten eigentlich nicht qualifiziert sein, dementsprechend könnten so ein bisschen sauer auf uns sein. Wir gehen rein gegen Dänemark. Let's go. Eigentlich eine sehr, sehr gute Fußballnation. Oder verwechsel ich das gerade mit irgendwem anders, gegen den wir schon gespielt haben? Nee, ich glaube nicht. Let's go gegen Dänemark. Bleibt in bestechender Form. Da ist Füllkrug. Erste gute Gelegenheit. Aber gehalten vom Keeper. Gute Idee. Füllkrug. Gute Übersicht. Das Brandt. Und der macht da weiter, wo er aufgehört hat. Mit Scoring einfach. Ob selbst Torschießen oder vorbereiten. Der ist so gut. Hätte ich nie gedacht, dass gerade der sich zu so einem Leistungsträger entwickelt, aber er macht das 1-0 gegen Dänemark wieder mal eingeleitet. Von Maxi Mittelstädt. Füllkrug legt dann gut rein und Brandt macht ihn. Mittelstädt. Digga, ey. Überragend. Jetzt macht er natürlich einen Riesenfehler. Aber Rüdiger bügelt ihn aus. Ecke Eriksen. Wieder Neuer. Und nochmal Neuer. Doppelparade von Manuel Neuer. Stark. Und die Dänen. Wieder vor Neuer, langsam werden sie ein bisschen gefährlicher, aber Neuer ist natürlich überragend und macht dann so einen Abwurf. Ich kann das nicht mehr. Tempo gegen Stoß mal wieder über ihn. Chris Führig.
Natürlich schneller als alle, Chris Führig. Wird auch von niemandem mehr eingefangen, scheitert aber auch im Keeper. Ecke Brands. Kopfball Hummels. Und der macht sein Tor, 2:0 gegen Dänemark, kurz vor der Pause. Es läuft echt gut. Wieder mal Vorbereitung Brand. Zur Halbzeit lässt sich sagen, dass wir eigentlich ganz gut dabei sind, aber ich muss leider sagen, dass Janelt und Kevin Schade kompletter Quatsch sind. Die werden jetzt auch ausgewechselt. Das wird erstmal nicht mehr reichen für eine Nominierung. Stark von Maurice. Havertz überragend vorbei. Oh, Havertz macht das richtig gut, sieht Leroy Sané. Leroy Sané, diesmal ein bisschen weiter vorgezogen als sonst. Sané. Hilfe. Was war das? Leroy. Warum? Gut gespielt, Brandt. Überragende Drehung mal wieder. Der Typ ist so in Form. Das habe ich ja wirklich niemals kommen sehen. Julian Brandt, dritte Torbeteiligung in diesem Spiel. Im letzten auch schon zwei. Einfach überragend. Klasse, wirklich. Der ist so gesetzt. Und trotzdem wird er jetzt rausgenommen. Für ihn kommt Florian Wirtz unter anderem. Außerdem kriegt Undorf nochmal seine Chance, sich zu beweisen. Maxi Mittelstädt, defensiv immer wieder da. Oh, überragend gespielt. Da ist wieder Wirtz. Junge, ich schwöre, das wollte ich so. Ich weiß gerade nicht mehr, wer den Pass gespielt hat, aber es war so überragend. Hilfe. Ilkay fucking Gündogan mit dem vielleicht schönsten Pass, den ich in IAFC 23 jemals gespielt habe. Alter, guck mal, wie er da die Abwehr überspielt. Wirtz mit der Hacke, läuft rein. Gündogan mit Übersicht, ohne Ende und wunderschön vorbereitet eigentlich. Junge, hätte so ein Tor verdient gehabt. Boah, jetzt war gut gespielt von den Dänen. Mittelstädt diesmal auch nicht hinten dabei. Gute Chance, Manuel Neuer mit der Parade. Kevin Volland kriegt aufgrund der Bundesliga-Leistung auch nochmal 10 Minuten Zeit, auf der 10 zu glänzen. Untypisch, aber naja, mal gucken. Wirtz. Volland. Dennis Undorf. Dennis Undorf. Pfosten. Diesmal trifft er nicht gegen Iversen. Boah, ich dachte gerade, der macht eine Riesenfehler, aber verarscht mich einfach. Lindström. Gute Chance, aber klasse von Antonio Rüdiger. Und das war's dann hier in Dänemark. Wir gewinnen souverän 3:0. Haben richtig schöne Ansätze gezeigt, richtig schöne Leistung gezeigt und haben uns diesen Sieg redlich verdient. Julian Brandt wirklich unfassbar überragend. Ich bin richtig, richtig perplex. Aber so kann es gerne bleiben. Und wir schauen uns erstmal hier die wunderschönen Trainingsanzüge nochmal an, auch wenn man sie nur halb sieht. Gehen nochmal in die Statistiken rein. Wir gucken mal wieder die Statistiken durch und sehen einen Julian Brandt, der wirklich alles überragt. Zwei Tore, eine Vorlage, das ist einfach stark. Mats Hummels mit einem Tor, Havertz mit einer Vorlage, Gündogan mit einer 5,6, will ich gar nicht glauben, nach diesem riesen Pass, den er da gerade gespielt hat. Lo Wirtz hat ein bisschen ungewohnt auf der 8 gespielt, deswegen auch nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Leroy Sané unauffällig, Kevin Schade und Janelt, wie gesagt, leider beide kompletter Reinfall. Die werden erstmal nicht mehr nominiert werden. Und ich würde sagen, wir gehen fast forward bis in die Winterpause und schauen uns da die Spieler nochmal an alle, beziehungsweise die Statistiken so allgemein. Wir befinden uns in der Winterpause und ich habe jetzt mal den Verein gewechselt. Wir sind nämlich in der italienischen Liga und gucken uns da mal die Legionäre an, die hier so kicken. Vorher muss ich natürlich mal nachschauen, wer das denn alles ist, außer Malik Ciao. Ja gut, Bissek, Diego Demme, Marton Dardai, Yannick Gerhardt. Ah, gibt schon einige, muss man sagen. Malik Ciao kommt auf einen Einsatz mit einer 5-7er Bewertung. Weiß nicht, ob ich den mitnehmen sollte, wenn ich ehrlich bin. Bissek auch mit keinem einzigen Einsatz. Okay, die deutschen Spieler in der italienischen Liga haben alle überhaupt nicht performt. Das war gar nichts. In der spanischen Liga gibt es dann natürlich Ilkay Gündogan mit einer Vorlage. Naja, bei Real Madrid hingegen spielt dann ein Antonio Rüdiger, der einfach zwei Vorlagen hat und damit eine mehr als der gute Gündogan. Wo Toni Kroos hin ist, weiß ich auch nicht so richtig. Youssoufa Moukoko, 0 Spiele. Okay, komisch. Eben hat er auf jeden Fall welche. Und wo ist Toni Kroos hin? Einfach zu Man City gewechselt. Junge, wie random. Wenn wir bei Statistiken sind, können wir auch gleich mal in die Champions League gucken, ob da irgendein Deutscher ins Auge fällt. Ich sehe auf jeden Fall bei den Top-Torschützen nur Jamal Musiala mit 4 Buden. Aber der wird ja sowieso mitgenommen, sonst keiner. Überragend Tor vor. Vorlagengeber auch nicht so richtig. Nee, schade eigentlich. Europa League vielleicht? Ich sehe auch keinen Torschützen. Auch keinen. Schade. Zurück bei Brentford sehen wir einfach einen Kevin Schade, der überragend performt. 8 Tore, 2 Vorlagen. Sprechen eigentlich für ihn. Vielleicht halte ich ihn doch nochmal im Hinterkopf. Janelt auch mit 2 Toren, eine Vorlage. Nicht ganz so stark, aber ja, der Kevin Schade ist vielleicht doch einer. Auch wenn er jetzt eben gerade bei uns nicht performt hat. Thilo Kehrer ohne Einsätze. Okay. Eben hat er ja doch noch welche, glaube ich, oder? Egal. Die treffen einfach beide. Ey, das kann nicht wahr sein. Und zu guter Letzt sind wir zurück in der Bundesliga und können uns erstmal die Tabelle anschauen. Mal sehen, wie es hier läuft. Ich bin jetzt einfach mal zu Union gegangen. Auf Rang 1 natürlich die Bayern, dann Leverkusen, dann Hoffenheim. Der VfB einfach auf der 18. Und ich habe 2 Spieler nominiert, 3 sogar. 0 Siege.
Macht ja gar keinen Sinn. Hä? Wir gucken uns erstmal grob die Spielerstatistik an, wo Kevin Volland einfach gar nicht mehr drauf ist, dementsprechend wohl auch nicht mehr nominiert wird. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen verfälscht, weil ich jetzt einfach so oft den Verein schon gewechselt hatte. Vielleicht sollte ich das ein bisschen runterfahren, denn der ist hier einfach gar nicht mehr dabei. Bei den Stürmern, der auffälligste ist tatsächlich Timo Werner. Wer hätte das gedacht? Der auffälligste Deutsche. Dann Hofmann, der vielleicht auch mal eine Nominierung verdient hat. Weiß nicht, Berisha vielleicht noch. Und ja, was Deutsche angeht, ist hier wirklich nicht viel dabei. Pfeiffer von Darmstadt, das ist doch ein Innenverteidiger, oder nicht? Oder haben die noch einen? Die haben noch einen, glaube ich. Kleindienst, Brandt natürlich mit 5 Toren. Vorlagengeber, irgendwie da ein Deutscher dabei. Musiala, Marvin Ducksch mit 4 Vorlagen. Aber so richtig überragend spielt hier keiner, muss ich sagen. Sebastian Rode noch mit 3 Vorlagen. Ja, hier hat Kevin Volland ein Tor, eine Vorlage. Der hat am Anfang der Saison schon viel mehr. Das ist halt irgendwie zurückgesetzt. Stattdessen performt hier Kevin Behrens mit 5 Toren, 3 Vorlagen. Aber jetzt auch nicht mega überragend. Ansonsten interessiert mich bei den Bayern das Ganze ein bisschen. Plötzlich eigentlich ein Deutscher, ja. Joshua Kimmich, ein Tor, eine Vorlage, spielt keine gute Saison. Genauso wenig wie Serge Gnabry. Die liefern hier also keine Argumente, zurück in die Nationalmannschaft berufen zu werden von mir. Leon Goretzka, 2 Tore, 4 Vorlagen. Müller nur mit 3 Spielen insgesamt. Und ansonsten ist das, ja, relativ langweilig. Ulreich mit 16 Spielen, Neuer mit 0. Der ist auch fit. Beim VfB Stuttgart gucken wir mal drauf. Der Einzige, der performt, ist der, der auch in der Nationalmannschaft performt. Maxi Mittelstädt, 2 Tore als Linksaußenverteidiger. Das ist schon stark. Dann Silas noch auffällig. Angelo Stiller, 1 Tor, 2 Vorlagen. Vielleicht könnte man sich das auch mal überlegen. Chris Führig, 3 Tore, 2 Vorlagen. Wieso sind die denn so scheiße? Undorf mit 0 Spielen, na toll. Die letzten Spiele für die Nationalelf werden dann im März sein. Ich glaube, im nächsten Part werde ich einfach nur bis dahin skippen, die Spiele machen und dann die Nationalmannschaft berufen und dann geht's auch schon mit großen Schritten Richtung EM, wo wir natürlich auch nochmal sehen werden, wie die Mannschaften zum Ende performen. Gegen Ungarn und gegen Wales geht's da und wir sehen uns dann wieder. Haut rein!